Tja, meine Freunde, ihr habt es geschafft, ja? Ihr habt so lange Terror gemacht. Wir sind voller neuer Ideen, ich schwör's euch, ja? Wir brüten da neue Sachen aus. Wir wollen natürlich, klar, jetzt erstmal DSDS 23 machen, ganz, ganz wichtig. Wir wollen neue Sachen machen und wir brennen, ja? Dieses eine Jahr Pause hat uns allen, glaube ich, boah, wir waren so ein bisschen ermüdet vielleicht, nach 18 Jahren, 19 Jahren immer zusammen. Gebe ich ehrlich zu, da ist man manchmal so ein bisschen vielleicht abgetürmt, aber jetzt geht's richtig los, jetzt geben wir Feuer, ja. Hast du so diese ganze Pause, die du jetzt auch hast, hat die irgendwie was mit dir gemacht? Also RTL hatte von Dieter eine Pause, Dieter hatte von RTL eine Pause. Inwieweit, ja, ist das gut, vielleicht auch. Naja, es war so ein bisschen Kraft tanken für mich. Und ich konnte natürlich auch so ein bisschen reflektieren, was ich da so die ganze Zeit gemacht habe. Dieser Druck war auf einmal weg. Ja. Also dieser Druck am Sonntagsmorgens immer sich diese Einschaltquote zu gucken und so, das belastet einen ja doch. Ne? Und man sieht natürlich nach, wenn man so eine Pause hat, einfach gewisse Sachen auch an. Die Leute sind schon lieb. Ja. Gestern kam auch, wenn die dann so, kommen die so ans Boot, so geschwommen und so, Dieter, warum bist du ja nicht mehr bei DSDS, Dieter? Hast du dir die Staffel eigentlich angeschaut? Ja, ich muss ja ehrlich sein, also ich habe nicht eine Sekunde geguckt. Hätte es dich zu sehr geschmerzt? Ja, also es tut einem einfach weh, da bin ich ganz ehrlich. Und so eine Sendung, also die man 18 Jahre gemacht hat, und gucke ich mir das lieber nicht an. Ich habe selber eigentlich nicht kapiert, immer, dass ich so, sage ich mal, so hart rübergekommen bin. Ja? Ich werde mich null verbiegen, ja, aber ich möchte eigentlich so sein, also ich möchte gar nicht so hart sein. Ich fand eigentlich die Zeit ganz schön, weil ich hatte natürlich, ich habe ja die ganze Zeit zu Hause gesessen, ja, und das fanden alle ganz gut. Und sie hat eben gesagt, überleg dir das gut, ob du noch mal da wieder richtig durchstarten willst. Und aber Carina ist so, die sagt, du kannst in jeden Ort auf diesem Planeten ziehen, ich würde immer mitkommen, selbst wenn ich in Südkongo in so ein Dings, also Carina kommt mit. Die auch zu, weil ich hatte so viele, wie nennt man das, Fehlgriffe, dann einmal hatte ich Glück. Der Jury als den knallharten Bohlen, den Bohlen mit den hammerharten Sprüchen. Aber eigentlich bist du ja ein sehr treuer Mensch. Du bist sehr eng mit deiner Familie, du bist sehr eng mit deinem Team. Was genau bedeutet loyal, dir das? Sowas im Fachkreis. Ja, absolut. Loyal, aber eben auch, irgendwie ist es auch so ein bisschen was wie Heimat, oder? Ja, aber es ist eben so. Ich bin seit 43 Jahren bei der gleichen Schallplattenfirma, ich bin immer beim gleichen Musikverlag. Mein Anwalt ist 120, glaube ich. Und es ist Wahnsinn, ja. Also ich tausche unheimlich ungern, also irgendwelche Leute irgendwie. Also ich mag das schon, ja. Und darum geht's ihm. Und die Entscheidung mit RTL, es gibt Leute, die hätten mehr gezahlt, sag ich mal so. Ja. Es war eine reine Herzensentscheidung, es war eine reine emotionale Entscheidung. Ich wollte zu meinem Team, ich möchte diese Leute alle, ich meine den Chris zum Beispiel, der Kameramann, ja, dem vertraue ich einfach. Und überall anders hätten wieder andere Leute da gestanden. Hier sind alle motiviert bis am Anschlag. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, das ist ja auch nicht nur beschränkt auf DSDS, wir wollen neue Sachen machen. Sensation passieren immer wieder im Leben. Das große Wunder, Bohlen ist zurück. Hinterm Jurypult, da wo er hingehört, ja. Seid alle dabei bei der großen Abschiedsstaffel 2023 DSDS. Es wird hammermäßig, meine Freunde. 8. in Bonn in der Rheinaue.
ein Riesenevent. Die denken, da kommen 50.000 Leute, ja, mit vielen Stars, die alle ihre Lieblingslieder singen. Ja, ich auch. Ich schwimme oder Talking und so weiter, ja. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ja, Karten kriegt ihr überall, wo man sonst die Karten kriegt, aber natürlich auch bei lieblingslieder.de. Seid dabei.